Heute begrüße ich Anna und euch alle, die jetzt hier bei dem Live-Video sind. Ich habe kürzlich mit der Anna ein sehr schönes Gespräch gehabt. Und jetzt schrieb sie per WhatsApp, ich habe die Wahrheit gefunden. Und dann sagt sie als zweiten Satz, da war Hitler mit dem Spiel. Wir hatten einen Austausch über Hitler, ein bisschen über die Vergangenheit. Und Hitler steht ja auch nur für etwas. Und da möchte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber dann stellte die liebe Anna die Frage, was meinst du dazu? Also zu der Aussage, ich habe die Wahrheit gefunden. Und was meinst du dazu? Und Anna brachte auch in unserem Gespräch zum Ausdruck, dass meine Videos zu lang sind. Und da habe ich ihr die Frage gestellt, wie lang soll das Video werden? Und darauf hat sie geantwortet, 10 Minuten. Also, das ist, nehme ich mal an, das ist noch das Vorwort, das ich jetzt hier mache. Und werde jetzt aber direkt zu Anna sprechen. Und wenn ich jetzt mich an Anna richte, das hat auch eine kleine Vorgeschichte. Wir haben früher schon mehrmals telefoniert und auch ging auch immer darum, so Probleme im eigenen Leben oder auch bei anderen zu betrachten und natürlich auch die Lösung. Und ich als Lehrer der transzendentalen Meditation hatte immer so die Tendenz, auch als Lehrer dann aufzutreten. Und habe das ganze Wissen, was ich so hatte, was so dann kam zu mir, immer zu den Aussagen, die Anna gemacht hat, da reingepackt. Und das führte dazu, dass die Anna da keine Lust drauf hatte und hat mir das auch gesagt. Sie sagte, du, jetzt stopp, lass uns eine Pause machen. Und dann waren wir am Telefon manchmal so 2, 3 Minuten oder 5 Minuten so in der Stille. Und haben das Gespräch dann ausklingen lassen. Und später, da war dann manchmal so mehrere Monate dazwischen, hat sie mich wieder angerufen. Und das war so für mich ein Training, dass ich erwähne das jetzt auch gerade, weil ich ja jetzt meine 400 Videos schon gemacht habe bei YouTube, die man alle sich anschauen kann. Und da war das jetzt so ein Training für mich, jetzt vielleicht so einen Neustart zu machen, um nicht das Wissen so anderen so überzustülpen oder das Wissen nur zum Besten zu geben, sondern auch das Wissen in eine persönliche Form zu bringen. Also nicht den anderen zu übergehen, nicht das Wissen jemand überzustülpen, sondern einfach mal hören und spüren, was der andere möchte und dann so gefühlsmäßig so sich einfühlen und dann das Wissen weitergeben. Aber immer auch diesen Kontakt zu behalten zu dem anderen, das ist ganz wichtig. Und das ist ja, da war die Anna jetzt so eine ganz gute Übung für mich auch, um bei mir selbst zu spüren, wo die Bedürfnisse des anderen liegen. Und da bin ich die Anna jetzt sehr dankbar dafür und möchte es auch hier ausdrücken, dass sie so mein Lehrer war bei all unseren Gesprächen, die mich dahin geführt haben, dass wir jetzt uns so auf Augenhöhe begegnen. Und ich sagte letztes Mal noch in unserem Gespräch, das vor ein paar Tagen war, sag ich, du Anna, ich habe das Gefühl, unser Austausch ist jetzt ganz anders geworden.
jetzt unterbrichst du mich gar nicht mehr, sagst gar nicht mehr Stopp, lass uns mal in die Stille gehen. Oder boah, das ist jetzt eben das zu viel, das ist so philosophisch, hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Ich kann deine Videos auch gar nicht sehen, das wird mir alles zu viel, sind viel zu lang und außerdem, wo bin ich da drin? Ja, und das ist, denke ich, jetzt zu schauen, was das mit mir gemacht hat und auch zu schauen an euren Reaktionen, die ihr jetzt vielleicht das Video jetzt seht und auch vielleicht euren Kommentar dazu abgebt. Und wenn euch das gefällt, das finde ich auch immer ganz gut, dass ihr den Daumen nach oben nehmt oder Videos abonniert von mir. Das gibt mir ja auch das Gefühl, dass es gewünscht ist, dass man etwas damit anfangen kann und dass man auch offen ist für Wissen und auch Entwicklung. Und da kommen jetzt heute, denke ich, auch ganz gravierende Dinge zum Ausdruck, wo jeder denn selbst sehen kann, so, bah, ist das was für mich? Und wenn ich auch jetzt Anna anspreche, so auf ihre Bedürfnisse eingehe, das ist ja für sie auch ganz wichtig und ich denke, das ist für jeden wichtig, dass man nicht einfach immer so über die Köpfe hinweg geht, sondern spürt, wie ich sagte, boah, was steht jetzt gerade in diesem Moment an? Und sich auszudrücken. Und das ist für jeden eine gute Übung, wenn er mit seinen Freunden zusammen ist, in der Familie ist, mit den Kindern ist, dass man nicht etwas herunterbetet oder seine Vorstellung nur zum Besten gibt, sondern einfach mal ganz still ist, spürt, was liegt jetzt an. Und dann entsprechend die Worte finden, die passend sind für den jeweiligen Moment. Deshalb, man kann sich gar nicht programmieren, so ich möchte jetzt so sein oder so sein, sondern man hat die Haltung, ich bin da, ich bin in der Stille und ich bin für dich da. Man muss nicht an sich denken, sondern wenn man mit jemandem ist, ist man ganz mit dem anderen. Und das führt, das habe ich bei der Anna auch gemerkt, dadurch, dass sich das so verändert hat, unser Gesprächsniveau, kann man sagen, jetzt auf Augenhöhe, das sind all diese Widerstände, die wir vorher erlebt haben, das Gespräch unterbrochen wurde oder sagt, boah, das wird mir zu viel oder jetzt reicht es mir, ich kann es nicht mehr hören. So, das ist jetzt weg. Und das kann jeder auch ein bisschen probieren, bei sich selbst und eben bei seinen Freunden, Verwandten. So, jetzt rechne ich die Zeit, Anna. 10 Minuten. Für mich auch eine Übung, weil ich ja eigentlich meine Themen, die ergeben sich immer so, auch das, was ich sage, so, das baut sich alles drauf auf. Und jetzt muss ich mal ein bisschen fokussiert sein, dass ich in 10 Minuten die Frage von Anna, was meinst du dazu? Also das Thema ist jetzt, Anna, ich habe die Wahrheit gefunden. In unserem Gespräch, was wir letzten hatten, hat Anna mir eine Geschichte, oder jetzt sag ich mal, Anna, hast du mir eine Geschichte erzählt, wo eine Freundin dich eingeladen hat, das nur jetzt für die Zuhörer, und da hattest du die Intuition, das Gefühl zu sagen, nein, jetzt passt es nicht, und ein paar Tage später kam es dann dazu, dass ihr euch getroffen habt, und dann erzähltest du mir, dass alles schräg war, dass es so problematisch war, diese Begegnung, dass so viele Widerstände aufgekommen sind. Und dann sagte ich, vielleicht war das Erste, und so mache ich das immer, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hier, kann ich zu dir kommen oder können wir uns treffen? Da habe ich normalerweise immer die erste Reaktion in mir, ja. Und bei Anna, bei dir war es jetzt nein. Und dann hat sich all das andere so mit Schwierigkeiten herauskristallisiert. Und dann sagte ich, man muss mal gucken, ob diese Intuition wirklich die Intuition ist. Intuition heißt ja Wahrheit. Und wir bauen oftmals darauf auf, dass wir sagen, so, ich habe jetzt schön meditiert, ich bin so ganz in mir selbst und jetzt habe ich die Intuition,
Nun, das ist jetzt meine Wahrheit oder das ist die Wahrheit und jetzt sage ich ja oder ich sage nein und dann ist es richtig. Und dann sagte ich ja zu dir, schau mal, wie das mit anderen Situationen ist und der Intuition. Wenn sich das wiederholt, du sagst ein Nein oder ein Ja und du hast später mehr Probleme oder Probleme, denn es ist keine gute Intuition gewesen. Oder genau genommen, die Intuition war nicht die Wahrheit. Weil wenn du intuitiv bist, dann ist das, was sich zeigt in deiner Intuition, die Wahrheit. Und die Wahrheit beinhaltet, dass das, was du jetzt machst, aufgrund eines Neins oder aufgrund eines Jas, dass das unterstützt wird von der Natur. Das ist Intuition. Wenn jetzt aber du intuitiv sagst, boah, nein, da gehe ich nicht hin, später, und erfährst dann später, dass dadurch viele Probleme auf dich zukommen, dann ist in deine Intuition, in deine Wahrheit, die du glaubst, dass es die Wahrheit ist, ist etwas hinzugekommen, was der nicht mehr stimmig ist. Und deshalb meine Aussage dazu mit der Intuition, wir sind erst wirklich in der Intuition, wenn wir erleuchtet sind, wenn wir keine Blockaden mehr in unserem Nervensystem haben. Dann sind wir in der Wahrheit. Solange wir nicht wirklich in der Wahrheit sind, können wir gar nicht sicher sein, ob das, wo wir glauben, dass es jetzt richtig ist, weil das die Intuition ist, ob das wirklich richtig ist. Und unser Beispiel jetzt gerade mit deiner Freundin hat ja auch gezeigt, dass es nicht ganz richtig war. Und dann gab ich dieses Beispiel, da ist so eine Müllhalde und da stellen wir uns mal vor, so eine riesen Müllhalde und da ist so ein Loch, das so von oben bis unten durchgeht. Und jetzt schicken wir da klares Wasser durch. Und was kommt dabei raus? Das klare Wasser verfärbt sich. Und genauso ist das mit unseren Intuitionen. Solange wir noch Blockaden haben, das ist wie diese Müllhalde, nicht? Und wir schicken da diesen klaren Gedanken durch, nicht das reine Bewusstsein. Aus dem reinen Bewusstsein, aus der Wahrheit kommt der klare Gedanke. Und aber jetzt, da wir diese Müllhalde haben, das ist unsere Traumata, unsere Glaubenssätze und all das, was wir haben, das ist der Müll, die Vergangenheit. Und wenn jetzt dieser klare Gedanke durch diesen Müll geht, durch unsere Glaubenssätze, dann haben wir diesen veränderten Gedanke, der nicht mehr die Wahrheit entspricht, der nicht wahrhaftig ist. Und deshalb es ist, da würde ich also dazu sagen, solange zum Schluss zu dem Thema Intuition, wir können nicht wahrhaftig sein oder sagen wir so, wir wissen nicht mit aller Gewissheit, ob die Intuitionen, die uns aufkommen, wahr sind, solange noch Stress und Verspannung in unserem System sind. Und alles, was wir so glauben, auch jetzt, ich glaube, ich bin in der Wahrheit. Ich glaube, ich habe jetzt die Wahrheit gefunden. Also wenn der Glaube dabei ist in der Wahrheit, dann ist es nicht die Wahrheit. Weil Glaube ist nicht Wahrheit. Glaube ist immer nur, ich vermute mal, ich habe jetzt die Wahrheit erreicht. Das hat, wenn du die Wahrheit erreicht hast, dann weißt du das. Das ist ein Wissen. Und wir können erst wirklich sagen, also 5 Minuten habe ich noch, wir können also nur mit Gewissheit sagen, wenn wir in uns selbst die Wahrheit realisiert haben. Und die Wahrheit ist nicht im Relativen zu finden, nicht in dem Bereich unserer 5 Sinne. Wenn wir etwas wahrnehmen mit unseren Augen mit oder hören, nicht was hören oder riechen, schmecken, fühlen. Das ist alles, sind alles Dinge, die sich verändern. Das kann nicht die Wahrheit sein. Also es ist nicht möglich, wenn wir
solange wir uns mit unseren Sinnen im Relativen bewegen, dass wir die Wahrheit erfinden können. Weil die Wahrheit ist jenseits unserer Sinneswahrnehmung. Und wir können, und du kannst nur in die Wahrheit kommen, wenn du über die fünf Sinnesorgane hinausgehst, über die fünf Sinneswahrnehmungen hinausgehst. Und wo die Sinne nicht mehr hinkommt, wo das Denken nicht hinkommt, wo das Fühlen nicht hinkommt, das Riechen, Schmecken, Fühlen und so nicht hinkommt, da ist die Wahrheit. Und jetzt kommen wir dahin, ja, ich erfahre die Wahrheit nicht, ja, dann muss ich ja daran glauben. Also es ist notwendig, dass wir ein Werkzeug haben, ein Mittel haben, wodurch wir das Relative transzendieren, überschreiten. Wie ich das mache mit der transzendentalen Meditation, da komme ich unmittelbar in die Wahrheit. Also nicht, was im Relativen ist, nicht, was ich in der Vergangenheit angesammelt hat, was ich da gespeichert habe, sondern ich komme direkt zu mir, erfahre die Wahrheit und komme mit der Wahrheit raus. Natürlich, am Anfang ist es so, dass die Wahrheit wieder überlagert wird durch die Blockaden, die ich habe, durch die Unwahrheit. Aber dadurch, dass ich schon mal die Wahrheit erfahren habe, kriege ich so einen Geschmack von der Wahrheit und bringe diese Wahrheit immer mehr in das Relative, in mein Leben. Und wenn ich das regelmäßig mache, du machst das ja auch, du meditierst, ich mache etwas, dass sich dein Bewusstsein entwickelt und dadurch kommst du immer mehr in die Wahrheit, bis sich letztendlich die Wahrheit stabilisiert hat und dann bist du auf dem Boden der Wahrheit und erlebst dein Leben im Relativen. Also wir können unserem Glauben überhaupt kein Vertrauen schenken. Und das genauso viele Leute, wie wir haben über Hitler gesprochen, nicht, und über vieles andere mehr, aber das auch bei Hitler, der hatte so ein Selbstbewusstsein gehabt, Selbstbewusstsein in diesem Relativen gesehen, so nicht, er ist so aufgetreten, viele Leute waren so überzeugt von ihm und so und hatte viele Anhänger. Das heißt, die waren alle im Glauben, dass Hitler jetzt dieser große Mann ist und sind sozusagen ins Verderben gegangen mit diesem Glauben. Weil wenn wir glauben an etwas, dann dann verschenken wir unsere Wahrheit. Wir gehen von unserer Wahrheit weg, weil wir glauben. Deshalb auch die Kirche und alles so überall, wo wir glauben, unsere Glaubenssätze haben, sind wir nicht in der Wahrheit. Die einzige Möglichkeit, um aus diesem Glauben und aus dieser Vergangenheit und die Zukunft und all das, was ist, was alles nicht die Realität ist, um da herauszukommen, ist die einzige Möglichkeit, wirklich alles hinter sich zu lassen und dahin zu gehen, wo kein Glaube ist. Da, wo es dich als Person nicht mehr gibt, aber wo es dich als das reine Bewusstsein, das, was du bist, als dein Selbst, das, was du bist, dahin zu gehen und erfahren, boah, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht mein Denken, ich bin nicht mein Fühlen, ich bin nicht das, was ich wahrnehme, sondern ich bin die Wahrheit. Solange wir glauben, betäuben wir uns. Das ist wie Opium. Opium betäubt, nicht? Wir kommen in Schlaf damit, wir kommen in die Unwissenheit, wir gehen von unserer Wahrheit weg, wenn wir glauben. Und jeder hat das Wissen in sich. Das Wissen, das uns zur Wahrheit führt. Wir sind die Wahrheit, jeder ist die Wahrheit, jeder ist die Wahrheit, du bist die Wahrheit, jeder von uns ist die Wahrheit. Und wenn wir jetzt immer mehr in die Wahrheit gehen, dann erfahren wir, dass wir letztendlich die reine Wahrheit sind und alles andere. Und wenn wir die Wahrheit sind, da gibt es keine Glaubenssätze mehr. Da gibt es die Vergangenheit nicht mehr, da gibt es die Zukunft nicht mehr. Und dann sind wir wirklich in der Wahrheit gegründet, dann sind wir in der Präsenz und dann sind wir wirklich mit dem, was wir sind. Und erst dann, dein Satz, ich habe die Wahrheit gefunden, die Wahrheit hast du und wir und alle gefunden, wenn wir aus unserem Glauben gekommen sind. Und dann zum Schluss, was ja auch bei dir immer wieder zum Vorschein kommt, dass du sagst, ich weiß nicht, gehe ich jetzt dahin, mache ich das,
Fahre ich dahin? Ist das der richtige Ort? Ist das das Richtige? Das drückt immer so ein bisschen die Angst oder auch diese Unsicherheit aus. Und solange überhaupt Angst im Spiel ist oder Unsicherheit im Spiel ist oder wenn man sich nicht entscheiden kann für etwas, dann ist man immer in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen, von anderen. Und in der Politik, in den Glaubensrichtungen, überall nutzt man das, um den Gläubigen oder auch den Anhängern einer Politik, einer Partei, gefügig zu machen. Das ist Versklaverei, das ist Tod. Weil alles, was uns von uns wegführt, ist Tod. Oder du kannst sagen, es ist Betäubung, verhindert, dass wir zu unserer Wahrheit kommen. Und wenn du ganz in der Wahrheit bist, dann gibt es keinen Zweifel. Und dann musst du auch nicht mehr glauben, denn wenn du glaubst, dann drückst du aus, ich weiß nicht. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, was deine wahre Realität ist, dann ist der Glaube weg. Weil wenn du wissend bist, dann musst du nicht glauben. Und wenn du wissend bist, dann bist du auch sicher mit deinem Tun. Dann musst du auch nicht mehr fragen, mache ich das oder mache ich das? Ist das besser oder ist das schlechter? All diese Dinge, die jeder, das ist jetzt, wenn ich dich anspreche, du möchtest ja immer, dass ich dich anspreche, nicht so allgemein, aber es trifft ja für uns alle zu. Wir sind ja alle in dem gleichen Boot, wo wir nicht manchmal so verunsichert sind. Und das drückt eigentlich immer nur aus, jede Art von Unsicherheit, wie ich es gerade gesagt habe, und dann höre ich auf, dass wir noch nicht wirklich in der Wahrheit gegründet sind. Aber wir sind ja alle auf dem besten Weg dahin, um in die Wahrheit zu kommen. Sind jetzt 3 Minuten mehr geworden. Ich bedanke mich bei dir für deine Anregung, auch für dieses Thema heute. Ich bedanke mich bei euch allen, die jetzt gerade hier seid, und freue mich, dass ihr alle mitmacht und dabei seid, in die Wahrheit zu kommen. Und hebt den Daumen nach oben, abonniert. Ich mache ja auch immer die Videos gleich mit meiner Kamera hier. Abonniert meine Videos. Ist ein Ansporn für mich, sonst schlafe ich auch ab. Und wir können es auch gerne so machen, wenn ihr ein Thema habt, so irgendwas, auch ganz was Persönliches, da könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, epflint@aol.com, oder eine Nachricht hier unter dem Video, bei Facebook oder bei Yahoo. Und dann, wenn das passend ist, auch für andere, greife ich das gerne auf und mache ein Video für dich. Alles Liebe, alles Gute, danke an Anna, alles Liebe für euch, Jay Gurudev.